In diesem Video schauen wir, ob sich die neue SBC zur Food Birthday Quaresma lohnt oder eher nicht. Fangen wir direkt an mit den Stats. Quaresma spielt in der portugiesischen Liga, er hat nice 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot. Das ist richtig stark. Dazu oder die perfekten Arbeitsraten von offensiven Spielern mit hoch gering. Die Ingame-Stats sehen eigentlich rundum ziemlich stark aus. Besonders gut sind bei ihm Tempo- und Dribbling-Werte, hier besonders die Beweglichkeit und die Balance. Dazu der gute Schuss- und Passwerte, bei der Physis könnte die Stärke vielleicht ein bisschen besser sein. Insgesamt sind das aber für den rechten Flügel Top-Werte. Als Eigenschaften hat er noch den Außenristschuss und den Flair-Trade. Beim Chemistry-Style gibt es auf jeden Fall verschiedene Optionen. Wir haben uns jetzt für einen Hawk entschieden, damit Tempo, Schuss und auch noch ein bisschen die Physis-Werte weiter gepusht werden. Man kann sich hier aber auch ein bisschen rumprobieren. Mittlerweile hatte Liga NOS ein paar nice Karten, so hat Quaresma auch ein paar Stronglings. Welche siehst du jetzt im Hintergrund? Für die SBC hast du noch 4 Tage Zeit, du musst hier 2 Teams abgeben. Insgesamt ist das gar nicht mal so viel, umgerechnet sind das ungefähr 70.000. Die Packs, die du hierfür noch bekommst, sind nicht allzu gut. Schreib uns jetzt gerne mal in die Kommentare, welche Karte du vom Food Birthday Event bisher am nicesten findest. Bei uns ist es wahrscheinlich Dani Alves, der sieht echt nice aus. Schauen wir uns Spieler mit ähnlichen Werten an. Rein von den Ingame-Sets ist Rodrigo ähnlich, der kostet 170.000, hat aber keine 5 Sterne Skills. Dann gibt es Silas Wamangituka mit 5-Star, kostet nur 40.000, der soll bei Ingame nicht so stark sein. Dafür ist Ingame nice spielbar natürlich Dembélé in Form, der kostet 80.000, ist aber von den Werten nochmal einen Ticken schlechter. Wenn dir unsere kurzen Videos gefallen, kannst du jetzt gerne mal ein Abo da lassen, das würde uns sehr freuen. Ein anderer portugiesischer RF ist Trincao Future Star. Der kostet nur 40.000, hat aber auch nur 4 Sterne Skills und 3 Sterne Weak Foot. Dann gab es mal Martins als Signature Signing SBC, der hat damals 200.000 gekostet. Und aus der gleichen Liga gibt es noch Edwards, auch Signature Signing für nur 16.000. Unsere Community ist hier klar bei dem Machen, einfach weil Quaresma auch eine kleine Legende ist und der Preis hier ziemlich stark ist. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Quaresma hat auf jeden Fall eine nice Karte, besonders heben ihn halt die 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot ein bisschen ab. Auch von anderen ähnlichen Spielern, die vielleicht auch starke Werte haben, aber eben nicht 5-Star. Der Preis ist jetzt nicht so mega stark, aber trotzdem sehr solide. Wir würden daher auf jeden Fall machen sagen, es gibt mittlerweile ja sogar echt nice Karten aus der Liga, sodass du ihn gut verlinken kannst. Was ist deine Meinung zu der Karte? Schreib uns das unbedingt in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.